In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in privaten Spielen Tarnungen für eure Waffen freischalten könnt. Hierfür müsst ihr im Hauptmenü auf privates Spiel gehen, Leute, privates Spiel erstellen, dann geht auf Spielsetup und ändert die Karte erstmal in Rust, weil die Map ist einfach viel kleiner und ihr seht schneller Gegner. Dann ändert hier bei den Einstellungen, hier die Punkte macht etwas höher, damit ihr genug Zeit habt. Die Zeit könnt ihr auch etwas höher stellen, den Countdown würde ich hier auch ein bisschen runter machen. Die Karte könnt ihr auch konstant anmachen, aber das ist nicht wichtig. Die Spielergesundheit könnt ihr auch natürlich runter machen, dann sind die Kills einfacher. Ja, einfach sind die ja sowieso, aber ich meine, dann geht das sogar noch schneller, als es so schon geht. Dann geht nochmal zurück, Leute, und ändert den Spielmodus am besten auf frei für alle. Okay, und wenn ihr das dann alles eingestellt habt, dann geht ihr wieder zurück in die Lobby und rechts könnt ihr dann auf dem Plus Bots einfügen. Ich habe jetzt die maximale Anzahl an Bots hinzugefügt und das waren 14 Stück. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann macht einfach Spiel startet und joint in die Runde. Aber einen kleinen Haken gibt es hierbei noch, und zwar kann man hier nur die Doppelabschusstarnungen freischalten. Ich glaube, das ist bei dem Granatwerfer musst du Doppelabschüsse machen, die kannst du hier machen, bei allen Schrotflinten kannst du das machen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bei den LMGs geht das glaube ich auch. Wie ihr seht, habe ich hier nur einen Doppelabschuss mit der Haymaker. Und ich zeige euch, dass das auch jetzt wirklich klappt. Und zwar sucht ihr dann ein Spiel, rüstet eure Waffe aus und läuft wie ein Bekloppter dann durch die Map und knallt jeden ab, der euch in den Weg läuft. Und immer wenn ihr einen Doppelabschuss gemacht habt, dann lasst euch ein kleines bisschen Zeit, damit der Zähler sich zurücksetzt und damit das kein Dreifach- und Vierfach-Abschuss wird, sondern reine Doppelabschüsse. Und wenn ihr dann alle gemacht habt, Leute, dann wird auch schon im Bildschirm wie bei mir angezeigt, erziele 15 Doppelabschüsse freigeschaltet. Das Ganze könntet ihr auch auf normalem Weg, zum Beispiel bei Rust 24/7 easy bei Multiplayer auch machen, aber so erspart ihr euch dann halt eine Menge Beleidigungen von anderen Online-Spielern, wenn ihr die ganze Zeit mit einer Pumpgun durchläuft und von jemandem auf einmal die Streak kaputt macht. Vor allem, wenn man den Granatenwerfer dann macht und dann Doppelabschüsse machen müsst, macht das auch keinen Spaß, wenn durch die Map ganze Zeit Granaten fliegen und ja, den Rest könnt ihr euch ja denken. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und in Zukunft nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!